So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Unboxing. Und zwar habe ich euch ja schon in einem Video die Overwatch-Figuren von Hasbro gezeigt. Und Hasbro hat mir nach dem Video nochmal Figuren geschickt, und zwar welche, die fehlten. Zum einen fangen wir an mit Soldier und Ana. Die packen wir mal aus, gucken sie uns an. Obwohl ich weiß gar nicht, ob ich sie wirklich auspacken soll, weil im Grunde, ne, ist ja einmal Waffe in die Hand und so. Aber auf jeden Fall haben wir die einmal hier. Ich hole sie zumindest einmal raus aus der Folie hier oder aus der Packung, damit wir uns einmal anschauen können, was dabei ist. Dafür muss ich einmal hier meinen Fokus scharf stellen. So. Vielleicht stelle ich die Kamera einfach mal, warte mal. Wackelt jetzt ein bisschen. Vielleicht schafft sie es so, jetzt auf Autofokus zu bleiben. Wir haben bei Soldier einmal dabei die Raketen mit so blauen Swirls. Was haben wir hier noch? Die verschiedenen Hände natürlich wieder. Seine Waffe. Auch sehr groß an sich, aber ich glaube, das ist nicht so überproportioniert wie bei Reaper. Bei Ana haben wir natürlich den Sleep Dart, die Sniper, verschiedene Hände und ich glaube, das soll die Granate darstellen. Ja. Ansonsten, Ana haben wir in dem Skin hier, das ist ja, ne? Eigentlich ihr Auftauchen in der Overwatch-Geschichte, ne? So ist sie früher rumgelaufen, das ist ihre alte Rüstung mit ihrer Maske, damit man sie nicht erkennt. Und Soldier natürlich auch in seinem Standard-Skin. Ich nehme die jetzt mal nicht raus, wie gesagt, weil ich habe das im letzten Part ja schon gemacht mit den ganzen Figuren. Da hat man das schon ganz gut gesehen. Und ich sehe gerade, Ana hat hier auch so einen Munitionsgürtel, den man noch ein bisschen richten muss, wenn man sie rausnimmt. Und der Mantel, der ist tatsächlich auch ziemlich detailliert. Der geht hier sogar so ab. Sehr cool. Und ja, ich tue die mal, wie gesagt, wieder in die Packung, weil ich die, glaube ich, so auch ins Regal stellen würde und nicht ausgepackt. Und ich kann euch auch gleich sagen, wenn ich mit der nächsten Figur fertig bin, wo ihr die kaufen könnt. Ich war mir ja nicht sicher und dann wurde mir die Info gegeben, gebe ich euch gleich nach der nächsten Figur. Da gucke ich nämlich nochmal in die Mail genau nach, wo es das zu kaufen gibt. Und dann kann ich euch das sagen. So, Moment, wir haben jetzt hier so alles eingepackt. Es gibt immer noch Mercy und Pharah anscheinend, die fehlen noch. Gibt es aber auf jeden Fall auch. Und die gibt es wohl jetzt ab Juni zu kaufen. Also das kann ich schon mal sagen. Wo genau, kann ich euch gleich sagen. Und dann haben wir einmal Reinhardt. Der passt kameratechnisch gar nicht ins Bild. Das ist auf jeden Fall die größte Figur. Das ist mächtig. Bei dem überlege ich sogar tatsächlich, den nochmal rauszuholen. Ich hole den mal aus seiner Packung. Weil der ist huge. Alter Falter. Ich glaube, der hat sogar... Oh, der hat sogar ein Schild dabei. Ach du Kacke. Okay, wir haben... Er ist hier auch noch so festgebunden. Deswegen weiß ich gerade gar nicht, ob ich den wirklich rausholen will. Boah, der wiegt auch richtig was. So, wir haben hier einmal den Reinhardt. Mit seinem Standard-Skin. Sein Emblem am Arm, das er am Arm trägt. Seinen Hammer natürlich. Und was ist das hier? Was sind das hier für kleine Dinger? Das sind so Platten. Wofür sind die Platten? Sind die für die Füße? Nein, sieht nicht so aus. Sind die fürs Schild? Steht hinten auf der Packung was drauf? Ich guck mal. Nee. Wofür sind diese Platten? Ich hole auf jeden Fall... Ah, das kann sein, dass die fürs Schild sind. Das Schild hole ich auf jeden Fall mal raus. Das haben wir mal hier. Einmal Reinhardts Schild. Ah, nee, das ist hier vorne das Emblem. Das ist gar nicht für seinen Arm hier, das Emblem, was wir hier hatten. Hier seht ihr, das ist hier vorne für sein Schild, glaube ich. Ja, sehr cool, dass sein Schild in voller Größe dabei ist. Also der ist halt echt, ui. Deswegen ist seine Packung auch so groß. So. Ich überlege trotzdem noch, wofür ist diese... Dreh es mal um. Wofür sind diese Plättchen? Ich will den jetzt halt nicht rausholen, weil der so krass festgebunden ist. Und ich würde den, wie gesagt, eh wieder in die Packung zurücktun. Und das hier ist schon vom Verpacken gedamaged. Also vom Originalverpacken gedamaged. Da sind schon Knicke drin und so. Also, das ist so dünn, dass wenn man das ein, zwei Mal macht...
Also es ist nicht schlimm, dass das gedamaged ist, es ist nur Verpackung. Aber man sieht halt, dass das so dünn ist, dass das eine richtige Formelei wird, den da wieder reinzutun. Und ich würde sie wieder da reintun. Nee, keine Ahnung, wofür diese Platten sind. Schreibt mal, wofür ihr meint, wofür diese Platten sind. Ich kann ja eine mal rausholen. Ich krieg die nicht mal raus. Okay, sie bleiben drin. Ich krieg die nicht mal raus. Die sind so. Also ich, nicht ohne es zu zerstören, und das will ich nicht. Also die Packung. Ja, das ist rein hart. Und ich guck mal eben für euch zur Info, wo es die zu kaufen gibt. So, da immer wieder die Frage aufkommt, wann und wo es die Figuren zu kaufen geben wird. Offiziell ab Juni zum Beispiel bei Smiths im GameStop, AMZ. Sagt mir selber nichts, aber vielleicht kennt ihr das. Muss ja irgendwie ein Spielgeschäft sein. Und Elbenwald. Elbenwald sagt mir was tatsächlich. Smiths, GameStop und Elbenwald sagt mir tatsächlich was. Smiths ist hier zum Beispiel aufgetaucht, weil zum Beispiel die ganzen Toys R Us-Läden zugemacht haben. Und die haben sich dann einfach da eingepflanzt bei den alten Toys R Us-Läden. Vielleicht gehören die auch irgendwie dazu. Keine Ahnung, auf jeden Fall existiert Smiths mittlerweile in Deutschland anscheinend auch öfter. Und gibt es jetzt auch hier. Ja, das ist zur Info. Also wenn ihr mal gucken wollt, wo ihr, ob ihr euch die Figuren holt, könnt ihr mal in diesen Läden vorbeischauen. Wahrscheinlich gibt es sie auch im Internet irgendwo. Ich versuche gerade, den Schild hier irgendwie wieder reinzukriegen. Und ich bedanke mich bei Hasbro fürs Zuschicken von Reinhard, Soldier und Anna. Boah, ich krieg die Sachen hier. Das meine ich. Deswegen hole ich die Sachen nicht raus, weil ich habe Angst, die zu zerstören beim Einpacken. Ich habe hier den Schild jetzt wieder eingepackt. Und ich hoffe, euch reicht diese Optik von den Figuren auch. Also sie sind sehr detailliert, sind halt hauptsächlich zum Spielen gedacht, wirklich. Zum Hinstellen, Reinhard könnte ich mir vorstellen, dass der steht, weil der hat große Füße. Den kann man wahrscheinlich gut hinstellen. Das Schild könnte dann wieder ein Gewichtsproblem geben. Reinhard hat keine anderen Hände, sehe ich gerade. Tatsächlich. Das heißt, er wird anscheinend alles so tragen können. Sind dafür vielleicht die Plättchen? Den Hammer kriegt er so in die Hand. Aber das Schild nicht. Ja, wer weiß. Schreibt mal in die Kommentare, wofür ihr meint, wofür diese Plättchen sind. So, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Schaut auch in meinen Livestreams vorbei oder auch in meinen anderen Videos, die nicht Overwatch-related sind. Zum Beispiel bei den Hardware-Videos oder bei den anderen Gameplay-Sachen. Days Gone oder so läuft ja gerade zum Beispiel. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr bei mir zuschaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.